Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Hörspiel von unserer Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört im Grunde genommen keine neuen Telefonate, sondern einfach alle Telefonate gesammelt aus der vergangenen Woche, ohne meine Zitate und Kommentare dazwischen. Das heißt, das Video eignet sich wunderbar zum Nebenbei oder im Hintergrund hören oder vielleicht auch zum Einschlafen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty und haben wir uns nicht nochmal hören, wäre es schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht auch ein Abo. Wer möchte, kann gerne auch auf Instagram oder Twitter mal vorbeischauen. Vielen Dank und viel Spaß. Herald? Schönen guten Tag, Herr Herald. Hier ist Anke Gorsa, die repetitionsche Kontoberaterin von Inetia Finance. Bitte, Herr Herald, Sie sind gerade auf unserer Webseite, ja? Genau, Herr Herald, wie gesagt, also ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und ich rufe Sie, damit ich Ihnen Informationen geben kann und ich Ihnen helfen kann, Ihr Handelskonto bis Ende zu aktivieren und danach können Sie anfangen zu handeln, ja? Es geht natürlich um Kryptohandel, ja? Sehr gut. Ja, Herr, ich habe ein paar Fragen vor Sie am Anfang. Haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder haben Sie noch nie gehandelt? Nö. Nee. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Motivation? Warum haben Sie entschieden, anfangen zu handeln? Mal gucken. Wie bitte? Mal gucken. Mal gucken. Okay. Ja, nur zu ausprobieren, ja? Alles klar. Herr Reitz, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon mal, also gesehen, mit welchem Betrag kann man anfangen zu handeln? Haben Sie schon mal entschieden? Nee. Also auf offizielle Finanzbörse kann man anfangen zu handeln. Also erste Investition, was kann man tätigen, ist das ab 250 bis 1000 Euro. Ja? Mit dieser Investition kann man anfangen zu handeln. Ja? Es natürlich entstand Sie, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln. Ja? Von unserer Seite, was bekommen Sie, ist natürlich Handelssystem, was rechnet, ja, was passiert auf den Finanzbörsen, was bekommen, also wie ändert sich die Preise, die Situationen und so weiter und so fort. Was noch dazu bekommen Sie von unserer Seite, ist das einen Finanzberater, ja. Mit Ihrem Finanzberater, persönlicher Finanzberater, ja, Sie werden also alle Situationen wissen, auch was passiert, ja, Sie bekommen auch Analyse, Prädiktionen und Handelsplan, ja, damit Sie können Ihre Ziele erreichen, ja, herreichen, ja. Okay, also wie gesagt, ich werde mit Ihnen also alle technische Sachen erledigen, wie ist also Ihr Handelskonto bereit zu aktivieren und danach werde ich mit Ihnen natürlich einen Termin beantragen mit Ihrem Finanzberater und danach Ihrem Finanzberater wird Ihnen detailliert erklären, wie passiert einzusteigen und danach wie fängt man natürlich zu handeln, ja? Genau, sagen Sie mir bitte, Herr Reitz, was benutzen Sie jetzt? Sind Sie am Computer oder sind Sie mit dem Handy? Computer. Computer. Sagen Sie mir bitte, Herr Reitz, welche Browser benutzen Sie in Ihrem Computer? Ist das Google Chrome oder Mozilla Firefox? Tor. Wie bitte? Tor. Tor? Ja. Ach so, das ist Tor. Haben Sie aber Google Chrome oder Mozilla Firefox? Nein. Nein. Nur benutzen Sie Tor? Ja. Okay, das ist auch gut. Okay, dann machen wir es so. Herr Reitz, können Sie bitte Ihr Tor öffnen? Okay, und ich diktiere Ihnen, was jetzt passiert, ja? Kennen Sie diese Applikation und Programm Anydesk? Ja. Haben Sie es schon heruntergeladen? Nein. Ja, es ist ein Verbindungsprogramm, ja, damit wir können also keine Fehler machen, ja, und damit Ihr Handelskonto bisher ohne Fehler und schneller aktiviert wird, ja. Hören Sie mich? Ja. Okay, das können wir machen und danach können wir, wie gesagt, also weiter durchgehen, ja, herreisen. Nee. Was meinen Sie? Na, das Programm. Was meinen Sie, Herr Reitz? Nein, nehme ich nicht.
kein Problem. Da können wir ohne Anydesk durchgehen. Ja, einfach. Das wäre einfach auch vorsichtig. Wenn Sie es nicht möchten, dann natürlich nicht. Ja? Okay. Dann sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Erwartungen? Ja, was so denken Sie, was kann man also bekommen? Welche Betrag kann man bekommen? Ja, was kann man verdienen, wenn man handelt anfängt? Was denken Sie? Weiß ich nicht. Also haben Sie daran nicht gedacht? Nö. Okay. Ja, haben Sie also unsere Webseite durchgesucht, also gelesen, was dort steht und so weiter und so fort? Ja. Ja, haben Sie. Sehr gut. Welche Interesse, also haben Sie allgemein Interesse in Kryptowährungen oder haben Sie bestimmte zum Beispiel in Ethereum oder Bitcoin oder haben Sie allgemein in Kryptowährungen? Nee. Also allgemein haben Sie oder haben Sie in Bitcoin oder Kryptowährungen? Nee. Herr Allreis, ja? Mit Ihr oder nee, verstehe ich nicht, was Sie meinen. Ungünstig. Was meinen Sie ungünstig? Na, wenn Sie mich nicht verstehen. Also, Sie sagen nur entweder ja oder nee, ja? Ich habe Sie eine Frage gestellt, ja? Ja. Also, haben Sie Interesse in allgemeinen Kryptowährungen oder haben Sie Interesse vor nur Bitcoin oder vor bestimmte Kryptowährungen? Wo bekommt das man denn mehr Geld? Ja, okay, sehr gut. Herr Allreis, haben Sie bestimmte Wünsche, ja? Wenn Sie zum Beispiel das Geld verdienen, müssen Sie etwas zum Beispiel kaufen oder womit möchten Sie das Geld danach ausgeben? Haben Sie daran gedacht schon? Nee. Nee, haben Sie nicht. Okay, Herr Reis. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie, damit wir können Ihr Handelskonto aktivieren? Was? Benutzen Sie, welche Zahlungsmethode benutzen Sie, damit wir können Ihr Handelskonto aktivieren? Wie gesagt, also bei uns auf europäischer Finanzbörse, es gibt ab 250 bis 1000 Euro, ja? Natürlich, es hängt an Sie, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln, ja? Ja, wenn Sie möchten, Sie können natürlich 500 oder mit 250 anfangen, ja? Oder mit 1000, natürlich, es hängt an Sie. Ja? Haben Sie schon mal daran gedacht, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln? Weiß ich nicht. Also, wir sollen jetzt und wir können jetzt anfangen zu handeln, ja? Und Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja? Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln? Das ist meine Frage, Herr Ereis. Welcher ist denn gut? Wie bitte? Was ist denn gut? Also, natürlich mit zum Beispiel 250 Euro. Sie werden einfach nur ausprobieren, zum Beispiel, wie es läuft, wie es passiert. Mit 500 Euro werden Sie natürlich mehr VIP-Signale bekommen und mit Ihrem Finanzberater werden Sie auch natürlich viel mehr Zeit bringen. Also Sie werden dann natürlich mehr Zeit haben vor Handels, also Planung und so fort, ja? Mhm. Natürlich, und mehr 1000, vor 1000 Euro werden Sie natürlich mehr Bonussysteme haben, ja? Und auch vor mit 500 Euro werden Sie auch mehr Bonussysteme haben, ja? Natürlich gibt es auch Bonussysteme, ja? Mit 250 Euro, diese Bonussysteme leider gibt es nicht, ja? Mit 250 können Sie einfach ausprobieren, ja? Und danach, wenn Sie zum Beispiel anfangen zu handeln mit 500 Euro, ja? Mhm. Und Sie können dieses Geld verteilen, ja? Die Reste können Sie einfach lassen auf Ihrem Handelskonto, ja? Sie können einfach, wenn Sie zum Beispiel anfangen mit 500 Euro zu handeln, Sie können zuerst anfangen mit 300 Euro und danach diese 200 bleibt auf Ihrem Handelskonto zum Beispiel, ja? Mhm. Und die Reste können Sie einfach sparen und einfach gucken, wie es läuft und danach können Sie einfach woanders investieren, also in anderen Kryptowährungen und so weiter und so fort. Das hängt natürlich an Sie, ja? Von unserer Seite bekommen Sie einfach Beratungen und Empfehlungen, Handlungsplanung, Analyse und so weiter und so fort. Mhm. Wie bitte? Ja. Okay, Herr Allreis, wie ich gesagt habe, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln? Das erste. Wie bitte? Das erste. Erste? Also 250, ja. Meinen Sie? Mhm. Okay. Dann machen wir so, also Sie möchten einfach ausprobieren. Mhm. So habe ich verstanden. Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Ist das Online-Banking? Ist das
Visa-Karte, Mastercard, was benutzen Sie? So eine silberne Karte. Eine Karte, welche Karte, Master oder Visa? Weiß ich nicht. Gucken Sie bitte, welche Karte haben Sie? Ja. Ja, gucken Sie bitte, nehmen Sie Ihre Karte und gucken Sie bitte. Gucken Sie bitte jetzt, welche Karte haben Sie? Ist eine Visa. Visa-Karte, sehr gut. Herr Eireis, sagen Sie mir bitte, ist das Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? steinchen@gmail.com. Ja, okay. Haben Sie jetzt mit Ihrem Computer Zugriff auf diese E-Mail-Adresse? Nee. Haben Sie nicht. Also mit Ihrem Computer können Sie nicht einloggen auf diese E-Mail-Adresse? Ja. Sie können, okay. Nee. Dann werde ich Ihnen unsere Zahlungsmethode durchsenden, ja? Womit wir können diese Investition tätigen, ja? Aha. Moment mal bitte. Kennen Sie, das ist MoonPay. Das ist ganz einfach, ja? Damit können wir diese, das benutzen wir auf offizielle Finanzbörsen, ja? Damit können wir einfach benutzen, ja? Herr Eireis, wie Sie gemacht, also wie Sie gesagt haben, können Sie bitte Mozilla Firefox herunterladen, weil auf offizielle Finanzbörsen benutzen wir Mozilla Firefox oder Google Chrome, ja? Weil für uns das ist sicherer und das benutzen wir. Warum? Wie gesagt, das ist Regulation, was wir natürlich Unternehmer, so wie wir funktionieren, natürlich auf offizielle Finanzbörsen, das wir verfolgen sollen, ja? Das erstellen wir nicht. Das erstellt offizielle Finanzbörse, also europäische Finanzbörse, was wir auch verfolgen sollen, ja? Aha. Dann bitte, also herunterladen Sie entweder Mozilla Firefox bitte oder Google Chrome. Ja, und sagen Sie mir bitte, wenn es heruntergeladen ist, ja? Ich warte auf Sie hier, okay? Sagen Sie mir bitte, wenn Sie es heruntergeladen haben und geöffnet haben. Herr Reis, haben Sie Google Chrome heruntergeladen? Ja. Sehr gut. Okay, ich werde Ihnen also eine E-Mail-Adresse senden. Einen kleinen Augenblick bitte. Ich habe es gesendet. Ja, und Sie können Ihre E-Mail checken, ja? Bitte checken Sie Ihre E-Mail, Posteingang, und sagen Sie mir bitte, wenn Sie also meine E-Mail bekommen haben, also es ist von Anke Goldberg, also von mir, und als Betreff steht es Zahlungsmethode, ja? Sagen Sie mir bitte, wenn Sie es schon bekommen haben. Ja. Haben Sie gecheckt? Ja. Haben Sie es bekommen? Ja. Haben Sie geöffnet? Ja. Was steht dort? Sagen Sie mir bitte. Kaputt. Was kaputt? Kaputt. Was meinen Sie mit kaputt? Geht nicht. Was geht nicht? Fehler. Was Fehler? Was meinen Sie mit Fehler? Ja, weiß ich nicht. Was wissen Sie nicht? Ja, wegen Fehler. Keine was Ahnung. Was wegen Fehler? Warum verlieren Sie jetzt meine Zeit? Weil Sie Betrüger sind. Wir sprechen jetzt seit 15 Minuten. Warum verlieren Sie jetzt meine Zeit? Weil Sie Betrüger sind. Ah, haha. Ja, Sie wissen ja mehr Worte als Ja und Nein, ja? Ja. Haha, ja. Sie können sprechen. Ja. Sehr gut. Gut für Sie. Tschüss jetzt. Ja, Betrüger. Hallo, guten Abend. Ich spreche mit Frau Abend. Ja. Hallo, Frau Abend. Hören Sie mich? Ja. Hallo? Hallo. Hören Sie mich? Ja. Hallo, hören Sie mich? Ja. 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 Was denn? Was denn? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Was ist denn los? Sie sind auf unserer Website registriert. Wegen Bitcoin-Profi-Frau-Abend. Na, ich bin hier auf Bitcoin.
Bitcoin-Code. Genau, Bitcoin-Code. Sie haben unsere Werbung nachgeschaut und sind Sie auf unserer Website liquidpro.com weitergeleitet. Sie haben bei uns Ihr Handelskonto eingerichtet. Nee, bin nicht weitergekommen. Da wackelt noch so ein blaues Ding. Bitte noch einmal? Das geht nicht weiter. Okay, was sehen Sie gerade auf Ihrem Bildschirm, Frau Abend? Bitcoin-Code. Bitcoin-Code. Ja. Gut. Frau Abend, Erfahrung in diesem Bereich haben Sie oder sind Sie noch Anfänger? Nein, da bin ich noch neu. Bitte? Da bin ich neu. Null, okay. Also Frau Abend, warum habe ich das gefragt? Ja? Also ehrlich gesagt, 90% von unseren Kunden sind Anfänger. Website, wo sie registriert und ihr Handelskonto eingerichtet, arbeitet mit vollautomatischer Handelsplattform, ja? Aha. Welche geeignet ist für die Leute, die in diesem Bereich keine oder kleine Erfahrung haben, Frau Abend. Tägliche Aufmerksamkeit brauchen Sie nicht, spezifische Kenntnisse brauchen Sie auch nicht. Einzige, was Sie machen sollen, wenn Sie Lust oder Interesse haben, genauso einfach, auf Ihrem Handelskonto anmelden, Ihr Balance nachschauen und Ihre Profite zurück auszahlen. Ja, alles werden Sie von Ihrer Seite kontrollieren. Auszahlungsoption steht auf Ihrem Handelskonto. Mhm. Und jederzeit, wenn Sie Ihre Profite zurück abheben möchten, ganz einfach klicken Sie an diese Option, dann eine bestimmte Summe eingeben und ungefähr 24 Stunden wird dieses Geld auf Ihrem aktuellen Konto gutgeschrieben. Ja, alles werden Sie von Ihrer Seite kontrollieren. Ja. Frau Abend, übrigens, wie alt sind Sie? 29. 29? Ja. Okay, Ihre Stimme hört man mir im Alter, also. Das ist aber nicht nett. Sind Sie Frau oder Mann? Was ist denn mit Ihnen nicht richtig? Okay, bitte hören Sie mir bitte noch einmal Ihre Alt. 29. 29, okay, ja. Alles klar. Hallo, Herr Steiner, wie geht's Ihnen heute? Gut, wieso? Mir auch gut. Herr Steiner, ich bin Sebastian Leroy, der Kontomanager von der Europäischen Haupttradingzentrale. Ja? Aha. Ich habe gerade die Anmeldung bekommen und möchte Ihnen einfach zusammen weitere Schritte zu machen. Ja? Mein Beruf ist einfach Ihnen alles erklären und Ihre Handelskonto vollständig aktivieren. Aha. Herr Steiner, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Nö, kenne ich mich nicht mit aus. Wie bitte? Kenne ich mich nicht mit aus. Dann, Herr Steiner, was meinen Sie? Das habe ich nicht verstanden. Könnten Sie das wiederholen? Ich sagte, ich kenne mich damit nicht aus. Herr Steiner, ich habe gesagt, dass ich rufe Ihnen von finanzielle Börse. Sie sind bei uns angemeldet gerade. Ja. Sie haben Interesse geäußert, dass Sie möchten mit Online-Handel mehr Geld verdienen. Und genau deswegen bekommen Sie jetzt einen Anruf von meiner Seite. Ja? Mhm. Haben Sie es jetzt verstanden? Ja, habe ich vorhin schon verstanden. Okay, ganz gut. Haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie Handelsprozess anfangen? Nee. Okay, dann werde ich das einfach wieder erklären, ja? Herr Steiner, Sie haben jetzt einfach die Möglichkeit zu auswählen, von 250 bis 1000 Euro jede Summe zu auswählen und damit Handlungsprozess zu anfangen, ja? Und genau, wenn Ihr Handlungskonto einfach aktiviert nach dieses Überweisung, Transaktion, Investition. Sie bekommen einfach einen Anruf von Ihrem eigenen Privatexpert und dieses Privatexpert macht einfach alles für Sie. Ja, Sie bekommen zwischenzeitige Anrufe, wann sollen Sie etwas kaufen, wann sollen Sie etwas verkaufen, welche Strategie ist momentan besser und so weiter und so weiter. Ja. Und Sie hätten auch unser automatisiertes Programm, das macht mathematische und algorithmische Rechnungen.
und kauft und verkauft selber. Damit absichern wir unsere Summe. Ja, und das gibt uns Garantie, dass wir verlieren nichts. Ja, weil damit wir schützen uns damit. Herr Steiner, jetzt werde ich Ihnen wieder mal fragen. Haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Was ist denn besser? Wie bitte? Was ist denn besser? Was meinen Sie? Na, die Antwort auf Ihre Frage. Ah, okay. Herr Steiner, da Sie Anfänger sind, nach meiner Meinung ist für Sie 250 Euro besser, ja? Ja. Weil damit werden Sie einfach nachschauen und ausprobieren, wie das ganze System funktioniert. Sie werden sehr gute Erfahrungen sammeln und auch sehr, sehr gut verdienen. Ja, ja. Kann man sagen. Ja, und wenn Sie einfach mit größeren Summen handeln möchten, können Sie dann wieder und wieder investieren, wenn Sie es möchten. Ja, und Ihre Handlungskapital vergrößern, ja, weil mit mehr Geld verdient man mehr Geld. Das ist auch ganz logische Sache. Ja. Okay, dann machen wir es mit 250, ja? Ja. Okay, ganz gut. Normalerweise, Herr Steiner, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Weiß ich nicht. Was bedeutet, weiß ich nicht? Normalerweise, wie bestätigen Sie Überweisungen? Das klingelt an der Tür. Wie? Hat geklingelt an der Tür. Ha, ha, ha. Sehr herrlich. Ja, ich muss mal an der Tür. Tolles Humor. Herr Steiner, Sie sind jetzt auf der finanziellen Börse schon, ja? Unsere Firma arbeitet jetzt für Sie. Wir haben schon unsere hochkostende Zeit verloren für Sie. Ja? Und wenn Sie nicht ernst sind, damit sind wir auch belästigt und damit bekommen Sie einfach nur eine Strafe, weil wir haben die Partnerschaften mit allen Banken auf dem Welt, natürlich mit Ihres Bank. Ich werde das überprüfen jetzt mit Ihrem Namen, mit welches Bank haben Sie einfach Konto und dann werden Sie einfach eine Strafe bekommen, falls Sie nicht ernst sind. Ja, und jetzt, bitte, ja. Einfach, denken Sie wie ein altes Mann und sprach über die Dinge, ja. Okay? Genau, das machen okay, wir so. Okay, ganz gut. Herr Steiner, und ich werde das wieder mal fragen. Ja. Welches Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Mastercard oder benutzen Sie einfach Online-Banking? Nee, da habe ich eine Hagebau-Knacks-Club-Smartkarte. Vom Hagebaumarkt. Ja, und wie bezahlen Sie zum Beispiel der Stromrechnung? Das geht von meinem Konto runter. Sie haben dann Bankkonto, ja? Ja. Das bedeutet, dann mit dieses Bankkonto können wir ganz normales Überweisung tätigen mit 250 Euro. Ja. Ja. Dann werden Sie bekommen dieses Geld, dieses Summe auf Ihr Handelskonto. Toll. Nach der Aktivierung werden Sie bekommen auch die Zugangsdaten und Sie können es per PC, per Tablet, per Handy auch herunterladen, ja, und damit benutzen. Ja, okay. Wenn Sie möchten und wann Sie möchten und wo Sie möchten. Ja. Sie hätten auch die regelmäßige Kontakt mit Ihres Privatexpert und Sie hätten euch alle nützliche und alle mögliche Informationen über unser System, über Finanzmarkt und Sie werden sehr, sehr gute Wissenschaft und sehr, sehr viel Erfahrungen sammeln in dieses Bereich. Toll. Okay? Ja. Ja, sehr gut. Prima. Eine Minute bitte. Ja. Hallo? Okay, hören Sie mich? Ja. Ganz gut. Deutlich lautlich.
Herr Steiner. Ja. Dann machen wir es so. Ja, ich werde jetzt per WhatsApp unsere Bankdaten einen Link senden. Ich habe schon Ihre Informationen mit unserer Finanzabteilung vorbereitet und ich werde für Sie einen Link senden und mit diesem Link können Sie einfach einige Informationen ausfüllen und dann eine Überweisung mit 250 Euro tätigen. Ja, und das ist ganz normale Überweisung und vielleicht werden es fertig, wird es fertig in 2 oder in 3 Tagen maximal. Ja. Herr Steiner. Ja. Ich denke, dass Sie sind jetzt einfach unseriös. Nee. Ja? Oh, was warum? Sagen Sie jetzt? Wissen Sie nicht mehr Wort als ja oder? Na, ich höre zu. Ich rede Ihnen nicht dazwischen. Haben Sie gar keine Frage jetzt, weil es ist nicht kleine Sache. Ja, es ist Finanzmarkt. Und mit Finanzmarkt hat man ganz, ganz große und viele Möglichkeiten. Sie können jetzt einfach Ihre eigene Zukunft ganz ändern. Ja. Ja, Ihre finanzielle Zustand verbessern. Toll. Und Sie fragen mir jetzt, und ich denke, dass Sie sind nicht damit interessiert. Was? Das kam akustisch nicht richtig an. Hallo? Was wollen Sie schriftlich? Das kam akustisch nicht richtig an, Ihre letzte Aussage. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Okay. Herr Steinjab. Ja? Wie alt sind Sie? 29. 22. Nein, 29. 29. Ja. Ja, es ist, ich muss auch sagen, dass es ist ganz gute Alter, etwas Neues zu machen. Sie ja. Sie sind sehr gute Entscheidung getroffen. Mhm. Ja? Und jetzt, Herr Steiner, ich werde Ihnen einen Link senden. Ja, als ich richtig verstanden habe, Sie haben keine Visa oder Masterkarte, ja? Doch. Okay. Dann warten Sie auf der Linie eine Minute, bitte. Ja. Hallo? Herr Steiner. Ja? Benutzen Sie keinen WhatsApp unter dieser Nummer? Nö. Okay, dann welches Kommunikationsmitteilung benutzen Sie normalerweise? Benutzen Sie E-Mail? Ja. Ja oder nein? Ja. Okay, ganz gut. Dann warten noch eine Minute, bitte. So lange? Hallo? Ist da noch einer? Kuckuck. Ja, Herr Steiner, ich habe gesagt, dass, bitte warten Sie noch eine Minute auf der Linie, okay? Okay, noch eine Minute, bitte. Ja. Hallo? Herr Steiner. Ja. Ich werde jetzt ein E-Mail schreiben und ich werde dieses Link senden, okay. Und warten Sie bitte eine Minute, okay? Nochmal? Es ist noch nicht gegangen, eine Minute, Herr Steiner. Doch, die ist schon rum. Ganz gut. Herr Steiner. Ja. Ich habe das schon gesendet und vielleicht bekommen Sie das in 2 oder in 3 Minuten. Ja, und bevor das fertig wird, ich möchte einfach mit Ihnen reden, ja? Ja. Natürlich, es ist schon 21. Jahrhundert und natürlich alle Menschen brauchen mehr Geld, ja? Weil wir haben mehr Möglichkeiten, ja? Aber warum sind Sie angemeldet, ja? Ich meine, was ist Ihre Motivation? Haben Sie ein bestimmtes Ziel, das Sie erreichen möchten? Ja. Oder Sie möchten nur einfach mehr Geld verdienen? Nö.
Dann was möchten Sie? Was ist Ihre Motivation? Eure Zeit verplempern. Wie bitte? Ich möchte eure Zeit verplempern. Ah, ja. Ja. Natürlich. Nee, die Zwiebeln erst rein, oder? Ja. Kuckuck. Ist da noch einer? Ja, ich bin da. Ja. Und nu? Ja, Herr Steiner, ich bin da und Sie sollen 2 oder 3 Minuten noch warten. Ich habe es schon gesendet, die Mail und bitte warten und erneutern Sie Ihre Inbox, okay? Toll. Ja, Sie machen das gut. Hallo? Sie sind so leise. Kuckuck. Hallo. Ja. Ja. Sie waren auf einmal weg. Ja, weil wir haben etwas zu vorbereiten. Ja? Ja? Und bitte warten. Worauf denn? Worauf soll ich denn warten? Ja. Was kommt denn? Dann werden wir eine Überweisung tätigen und wenn diese Überweisung fertig wird, Sie werden Handlungsprozess anfangen. Ja? Ist das gut, ja? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ganz gut, dann werden wir das sehen. Und ja. Ich muss auch sehen, dass es wird unbedingt sehr gut. Ja. Hallo? Sie sind schon wieder weg. Hallo? Herr Steiner? Ja? Warum sprechen Sie wie ein kleines Kind? Weil Sie immer weg sind. Ja, und haben Sie etwas Gefahr, allein zu sein, oder? Ja. Ja, sehr, sehr schade. Ja. Wer ist Ihre Mama? Ja? Wer ist Ihre Mama? Was? Wer ist deine Mutter? Warum ist die neben dir? Die ist nicht neben mir. Ja, es ist sehr gefährlich einfach, zu Hause allein zu sein, ja? Ja. Ich verstehe nicht. Naja. Aber immerhin bin ich kein Betrüger, so wie ihr. Wie bitte? Ihr seid Betrüger. Was meinen Sie? Na, ihr seid Betrüger. Aber warum denken Sie so? Na, weil ihr die Leute betrügt. Ja, manche Leute, zum Beispiel Hitler, ja? Ja. Ja, ganz gut. Ich habe schon geschrieben. Haben Sie es noch nicht gefunden? Nee. Okay, dann noch eine Minute bitte und bleiben Sie leise. Ha. Ja. Hallo? Mr. Betrüger, sind Sie noch da? Herr Steiner, ja? Ich möchte jetzt Ihnen fragen, wer ist Ihre Mutter, ja? Weil ich werde Ihnen einfach sehr gern helfen, wieder ein Kind zu machen, ja? Ja. Die mag einfach, weil ich denke, dass Sie sind noch solches Kind. Ja. Ja, sehr gut. Auf Wiederhören, Herr Steiner. Tschüss, du Betrüger. Seriös und Sie verlieren jetzt meine Zeit. Ja? Und außerdem das, bitte warten Sie ein E-Mail von Ihrer eigenen Bank. Dort werden eine Strafe bestellt und Sie ja. Sollen es unbedingt bezahlen. Toll! Ja? Auf Wiederhören. Ja? Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich bitte mit Herrn Rudolf?
Mit wem? Mit Herrn Earl Dodge, Sir. Ja, Herr Sir. Okay, ja, wir sind zum Apparat von Eurocapital. Wir sind eine internationale Online-Trading-Plattform. Haben Sie Erfahrung davon? Okay, das ist kein Problem. Ich erkläre Ihnen ganz kurz. Wir arbeiten mit Roboter-Trading. Haben Sie gehört, was Roboter-Trading ist? Wissen Sie schon? Was für ein Ding? Roboter-Trading. Was ist damit? Das ist ein Softwarehandel und der wird durch mathematische Algorithmus entwickelt und er ist so installiert, dass er schon der Marktprognose kennt und so der Öffnung schließt automatisch die Operationen ein und aus. Das heißt, wir schauen, wie viel Profite erschaffen werden. Hast du mich verstanden? Das heißt Sie, nicht du. Wir kennen uns doch noch gar nicht. Was für ein Grund dafür? Was? Also, Herr Rudolf, bitte. Nee, nicht Rudolf. Kennen Sie nicht? Sie sind ganz schön unfreundlich. Das heißt Herr Scher. Entschuldigung, Herr Scher. Also, wissen Sie schon, was Roboter Trading ist? Haben Sie gehört? Ja, das ist so kompliziert, ja. Okay. Wie schon gesagt, das ist eine App, installiert die Computer, Laptop oder Handy, um alles automatisch für Sie öffnen und schließen. Die Optionen, alles automatisch. Aber ganz wichtig bei uns ist, nur für dieses Monat, wir haben ein sehr gutes Angebot. Wenn Sie bei uns mit X-Kapital einsteigen werden, Sie bekommen von uns die gleiche Summe. Zum Beispiel, wenn Sie müssen mit dem Minimumbetrag 250 Euro einsteigen, Sie bekommen sofort von uns 250 Euro und Sie starten in diesem Bereich mit einem Startkapital 500 Euro. Also wir geben Ihnen diesen Bonus, mehr Volumen zu eröffnen, unsere Firma testen, mit der Punktlichkeit, Auszahlung, Profite und alles und dann können Sie eine Entscheidung treffen. Hast du mich verstanden? Sie sind schon wieder unfreundlich. Das heißt Sie. Warum? Was meinen Sie, Herr Scher? Ja, Sie sagen ständig du. Wir haben doch noch ja keinen Schnäppi miteinander gesoffen. Also, Entschuldigung, Herr Scher. Mein Ziel ist nur, ein paar Informationen zu geben. Ich habe so viele andere Kunden hier. Das ist aber also, traurig, dass Sie da mit vielen anderen Menschen auch noch so unfreundlich reden. Das gehört sich ja wohl nein. nicht. Nein. Nein. Ja, Sie sind ganz schön unfreundlich. Ein bisschen Respekt am Telefon würde Ihnen gut stehen. Bitte. Herr Scher, bitte. Danke. Hast du mich verstanden, was ich sage? Na ja, es ist ein bisschen schwierig. Also, noch einmal bitte. Ich habe gesagt, ganz wichtig bei uns ist nur für dieses Monat, wir haben ein sehr gutes Angebot, wie schon gesagt. Wir geben Ihnen einen 100% Bonus. Wir unterstützen Ihnen mit der gleichen Summe. Zum Beispiel, Sie investieren nur 250 Euro, das ist Minimum bei uns. Wir geben Ihnen 250 Euro und Sie starten in diesem Bereich mit einem Startkapital 500 Euro. Wir geben Ihnen diesen Bonus, mehr Volumen zu eröffnen, unsere Firma testen mit der Punktlichkeit, Auszahlung, Profite und alles und dann können Sie eine Entscheidung treffen. Haben Sie kurz einen Computer, damit ich Ihnen besser erklären kann, oder ein Handy mit Internet? Mhm. Okay, bitte gehen Sie kurz bei dem Google und ich buchstabiere unsere Plattform. Okay? Mhm. Kann ich gleich machen, sind Sie ja. Okay, sind Sie gerade bei dem Google? Nee. Warum nicht? Na, ich muss ja erstmal dahin gehen. Okay. Sind Sie mit dem Handy oder mit dem Computer? Computer. Okay. Ich warte hier. Ja. Ganz schön laut bei Ihnen. Okay, wir sind im Büro. Callcenter. Nein. Doch. Herr Rudolf. Na, was sind Sie denn von Beruf? Bei dem Computer, ja oder nein? Was sind Sie denn von Beruf? Finanzberater von Eurocapital. Sie sind Finanzberater? Okay. Wie steht denn gerade der Bitcoin? Ja.
Also mein Ziel ist nur ein paar Informationen zu geben. Ach so, also wissen Sie das nicht, wie gerade der Bitcoin steht. Das ist aber ein komischer Finanzberater, wenn Sie nicht mal eine spontane Frage beantworten können. Sind Sie gerade, Herr Scher, bitte, sind Sie gerade bei dem Computer, ja oder nein? Ja, habe ich doch gesagt. Okay. Mal merken. Also ich buchstabiere unsere Plattform. Meinetwegen, kannst du machen, ja. Darf ich unsere Plattform buchstabieren? Noch, ich muss erstmal auf Google gehen. Okay, ich warte hier. Mhm. Ist mir klar. So, nu? Hallo? Ja, hallo. Also, Herr Scher, darf ich unsere Plattform buchstabieren? Ja. Okay, schreiben Sie bitte E wie Emil, ja. U wie Ulrich, R wie Richard, O wie Otto, C wie Cäsar, A wie Anton, P wie Petra, I wie Ida, T wie Theodor, jo. A wie Anton, L wie Ludwig und am Ende S wie Siegfried. .com. Ja. Was haben Sie geschrieben? Na, eurekapital.com. Okay, das ist unsere Plattform. Also, hab ich geschrieben, dann ja, ja. Hab ich hier die Suchergebnisse, ja. Okay, eurekapital mit S am Ende .com, bitte. Ja. Das ist unsere Plattform. Nee. Was schauen Sie jetzt? Das sind die Google-Ergebnisse. Wie bitte? Das sind die Google-Ergebnisse. Also, ich habe hier Eurocapitals. Gehen Sie kurz bei unserer Plattform, eurocapitals.com. Na, gerade sollte ich doch noch auf Google. Okay, gehen Sie kurz bei dem Google. Habe ich gemacht bei Google, ja. Eurocapitals mit S am Ende .com. Ja, habe ich bei Google eingegeben. Und was soll ich da anklicken jetzt bei Google? Ja. Was soll ich denn da anklicken? Nicht ja, das kann man nicht mit ja beantworten. Eurocapitals, unsere Plattform. Ja, habe ich doch bei Google jetzt eingegeben. Was soll ich denn da jetzt machen bei Google? Klicken Sie dort Live Account. Ganz oben ist Live Account. Nee, ganz oben steht alle Maps, Videos, Bilder, Shopping und mehr. Da kann man dann noch draufklicken. Da steht der News, Bücher, Flugzeuge und Finanzen. Ich bin jetzt da, wo du gesagt hast, wo ich hin soll. Auf Sind Google. Sind Sie gerade bei unserer Plattform, Herr Ich bin Scher, auf ja Google, du Klopskopf. Also, schreiben Sie bitte Eurocapitals. Hab ich doch jetzt schon gemacht. Examen. Ja, und dann okay, kommen die Google-Suchergebnisse. Hör doch mal zu, Mensch. Ja, ich bin jetzt auf der Google-Seite und da sind jetzt die Ergebnisse. Was soll ich anklicken? Ihr habt ja hier auch irgendwie nur eine 1-Sterne-Bewertung. Ganz schlechte Rezension. Ja. Sind Sie gerade bei unserer Plattform? Nein, auf Google. Auf Google. Google, du hast auf gesagt, Google, ich soll auf bitte? Google gehen. Und auf Google okay, sucht auf Google. Man etwas. Also habe ich es auf Google gesucht. Und wo soll ich jetzt... Ja. Was soll ich damit jetzt machen? Habe ich gesucht. Ja. Bei dem Google suchen Sie bitte eurocapitals.com. Hab ich eingegeben. Und was soll ich da anklicken? Live-Account. Das steht ist hier unsere nicht. Plattform. Ja, das steht hier nicht bei Google. Da steht bloß, erleben Sie echte Raffzicken-Speeds ab 0,0 Eurocapitals. Dann steht da Eurocapitals. Dann steht da Clients. Dann steht da Forex-Trading. Lesen Sie Kundenbewertungen ja, zu Eurocapitals, da gehe ich mal gleich mal drauf, bei Trustpilot, ne? Und so weiter. Ja, aber ihr werdet ganz, ganz schlecht bewertet, ne? Da steht auf keinen Fall mit Eurocapitals, auf keinen Fall mit Eurocapitals zusammenarbeiten. Das sind Betrüger, steht hier im Internet. Nein. Doch. Herr Scher, bitte. Doch, steht hier. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Na, aber ihr habt ja nur unseriöse Kommentare. Ein seriöses Kommentar. Ja, 12% mangelhaft und 88% ungenügend. Also sieht ein bisschen schlecht aus hier das bei ist euch. Keine Fehler. Nee, ist kein das Fehler. Ist kein das sind Fehler. Nein, ist kein Fehler. Das sind Kundenbewertungen. Also, bitte klicken Sie dort Live Account. Ganz oben. Live Account ist mit Rot. Auf Google steht kein Live Account. Sie öffnen. Bei unserer Plattform steht Live-Account ganz oben. Ja, aber ich sollte doch auf Google. Bei unserer Plattform gehen. Ja, aber ich sollte doch gerade auf Google gehen.
Und da habe ich jetzt erstmal eure Bewertungen gelesen. Und die sind schlecht. Sind Sie nicht bei dem unserer Plattform, Herr? Naja, habe ich doch gesagt, dass ich das nicht bin. Plattform. Richtig. Aber das scheint irgendwie in deinen Minikopf nicht reinzugehen. Da, ich meine, ist ja Kakerlakengröße, das Gehirn, ne? Da passiert halt nicht viel. Sir, ja. Ich habe gesagt, mein Ziel ist nur ein paar Informationen zu geben. Sie müssen bei dem Google gehen und ich bestabiere. Naja, aber du gibst ja bloß falsche Informationen. Das ist eine falsche Information. Was meinen Sie? Naja, ich habe das jetzt bei Google eingegeben und da habe ich erstmal als allererstes die Kundenrezensionen gesehen und die sind ja furchtbar. Das ist nicht unsere Plattform. Na doch. Ich habe unsere Plattform bestabiert. Ja, ja, und Euro da steht Kapital, ja, ja, ist ja richtig, aber da steht ja Eurocapital dran. An der Bewertung, das seid ja ihr. Und die Bewertung, die ist ziemlich schlecht. Wollen Sie dazu mal was sagen? Herr Sir, bitte. Sie Danke. Verlieren meine Zeit, bitte. Ach so, ich dachte, Sie sind eine Beraterin. Und da hat man doch dann Zeit, Nein. oder nicht? Ah, dann sind Sie eine Betrügerin. Dann mit Betrüger. 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 Du bist kriminell. Haben Sie Interesse, ja oder nein? Natürlich habe ich da Interesse dran. Okay, alles Gute, so. Betrüger. Sie verlieren meine Zeit. Ja, Betrüger. Abzocker. Na, und nun redest du nicht mehr, oder was? Na, so ist ja typisch für Betrüger, ne? Also, Herr Sir? Ja? Was ist denn los? Nein, mal bitte, haben Sie Interesse, ja oder nein? Na, habe ich doch gesagt, na klar. Möchten Sie wissen? Ich will so richtig schön von euch abgezockt und verarscht werden. Okay. Aber warum haben Sie eine Anmeldung gemacht? Ich habe Na, weil ich von euch abgezockt und verarscht werden wollte. Herr Sir. Also, ich habe gesagt, Sie verlieren meine Zeit. Sie haben kein Interesse daran. Doch. Also, ich habe... Daran habe ich jede Menge Interesse. Kunden. Aber du redest ja irgendwie nur lauter Quatsch. Du redest ja nicht da auf den Punkt. Du kommst ja nicht mal zum Punkt hier. Du machst ja bloß Blödsinn am Telefon. Verlaberst doch da selber deine Zeit. Okay, also alles Gute. Tschüss. Oh Mann, ey, deine Intelligenz, die ist ja wirklich aus dem Kaugummiautomat, oder? Und dann vorher noch runtergefallen bestimmt. Und abgelaufen, denke ich mal. Weil die Dinger, die werden ja, glaube ich, nie gereinigt. Das ist noch so ein altes Ding aus den 90ern, okay. ne? Hm. So. Nein. Und jetzt? Können wir jetzt mal anfangen, oder wollen wir jetzt hier noch weiter diskutieren und Zeit verlutschen? Wir können ja jetzt ja mal anfangen da mit deiner komischen Seite. Wo soll ich denn da drauf drücken? Okay. Gehen Sie gut bei dem Google, klicken Sie dort Live-Account, bitte. Na, bei Google, steht ja nicht, bei Google steht doch nicht Live-Account. Bei Google gehen, schreiben Sie bitte Eurocapital mit S am Ende, das ist unsere Plattform. Habe ich gemacht. Gehen Sie kurz bei der unserer Plattform. Und also soll ich da auf einen Link draufklicken, oder wie? Live-Account, das ist ein... Ja, ich habe eine Frage gestellt. Mit Rob. Ja? Ja, soll ich da bei Google jetzt auf den Link klicken, oder was? Mhm. Ja, natürlich. Eurocapital.com. Mhm. Klicken Sie dort, das ist unsere Plattform. Ja. Und bei der unserer Plattform, ganz oben steht Live-Account. Ja. Klicken Sie dort bei Live-Account. Mhm. Kann man das auch auf Deutsch machen? Sie öffnen ein Konto. Ja, okay. Wo Sie denn? Möchten auf Deutsch oder Englisch. Ach ja, da oben. Sie möchten. Dann machen wir mal hier German, ja? So, und wo soll ich okay, jetzt draufdrücken? Genau. Also, ist ja immer noch nichts auf Deutsch. Live-Account. Ja, hm. So, okay. Nu, was mache ich da bei E-Mail drin? Live-Account, bitte. Ja, wo soll ich denn da jetzt drauf? Was soll ich denn da reinschreiben? Das ist eine Option mit Live-Account, mit Rob. Oh Mann, ey. Klicken Sie dort. Okay. Na was denn nun? Was soll ich denn da jetzt reinschreiben? Zum 100. Mal. Hallo, bei der Live-Account. Klicken Sie dort mit rotfarben Live-Account. Sind Sie gerade bei unserer Plattform? Ja, zum 500. Mal. Aber das kriegst du ja irgendwie in deinen Hohlbirnen nicht rein. Ganz oben steht Live-Account. Ja! Live-Account. Und dann? Dann steht ein Formular. Füllen Sie bitte das Formular. Was schauen Sie jetzt? Na, E-Mail soll ich da eingeben. Welche E-Mail soll ich denn da reintippen? Okay, nein. Sie haben nicht ein Konto bei uns. Klicken Sie doch ganz unten. Ach so, aber du hast doch angerufen und hast gesagt, ich habe ein Konto.
Sie haben ein Konto bei uns. Du hast du doch gesagt zum Anfang des Gesprächs, dass ich nur noch mein Konto aktivieren soll. Schreiben Sie bitte bei den Singen Ihre E-Mail und Ihre Passwort. Und ja, dann, ja, und jetzt nochmal, sag mir jetzt die E-Mail. Ich weiß es nicht, was für eine E-Mail. Na, da scheint es ja ganz schön intelligent zu sein, ne? Irgendwo musst du da mal ein bisschen mit dem Kopf runtergefallen sein. Es muss noch wehtun, so wie das. Herr Sir. So was, was du da erzählst. Das ist doch, da kommt doch nur Rost raus. Bitte Ihre. Ja, und wie? Welche E-Mail? Sag mir die E-Mail-Adresse. Welche? Haben Sie ein Konto bei uns geöffnet? Na, weiß ich doch nicht. Du rufst mich doch an, also muss es doch so sein. Also sag mir jetzt mal deine E-Mail-Adresse. Wir möchten ein Konto. Nein, wir möchten ein Konto zusammen. Ja, na, dann seid ihr Betrüger. New Account. Jo, Abzocker. Haben Sie Interesse, ja oder nein? Natürlich habe ich Interesse, abgezockt zu werden. Also, create new account. Klicken Sie dort bei create new account. Ja, habe ich gemacht. Okay. Was schauen Sie jetzt? Jetzt habe ich Fistname, Lastname, Mailadresse okay. Und was so, ja. Kann ich aber alles nicht lesen. Okay, natürlich. Was ist denn ein Fistname? First name, Vorname, Vorname, bitte. Was? Wo denn? In welches schreiben Feld? Schreiben Sie bitte Ihre Vorname und das. Und bei der Last Name schreiben Sie bitte Ihre Nachname. Bei der E-Mail-Adresse. Ja, aber ich habe doch das gerade eben erst auf Deutsch gestellt. Warum ist denn das jetzt schon wieder nicht mehr auf Deutsch? Ist ja alles scheiße programmiert hier. Wir sind ein. Ein sehr unseriöses Unternehmen, richtig. Ja, ja. Sehr illegales Unternehmen. Wir sind ein internationales. Ja. Genau. Wir sind ein internationaler Online-Trading-Plattform. Ja, das kann man sich einbilden, aber das ist ja nicht, das entspricht ja nicht den Tatsachen. Ich rufe Sie aus London, Herr Sheriff. Nee, das glaube ich nicht. Momentan, wir sind in London. Nee, in Albanien, denke ich mal. Oder Ukraine. Nein, irgendwo da hinten. Natürlich nicht. Natürlich doch. Möchten Sie das Formular ausfüllen? Ja oder nein? Natürlich möchte ich das Formular ausfüllen. Okay, bei der First Name schreiben Sie bitte Ihre Vorname, Lastname, aktuelle E-Mail-Adresse. Das soll alles sein bei First Name rein, oder was? Wie bitte? Das soll alles bei First Name rein. Nein, nur Ihre Vorname. Ja, dann nicht so schnell. Also ja. Dann muss ich jetzt erstmal bei First Name okay. Da mein First Name eingeben. Okay, jo. Schreiben Sie bitte Ihre Vorname. Nämlich Bernie. Habe ich drin, ja? Okay, bei the last name schreiben Sie bitte Ihren Nachname. Ja, da kommt ein R rein. Okay, bei der E-Mail-Adresse schreiben Sie bitte Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. penis.pumpe@bdsm.com. Habe ich drin, ja? Okay, bei der Passwort schreiben Sie bitte ein Passwort, das Sie möchten, aber bitte nicht vergessen. Okay? Ja, mal gucken. Und dann? Ach, da muss ich das ja nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei der Confirm-Passwort. Noch einmal die Passwort, bitte. Ja? Bei der Phone-Nummer schreiben Sie bitte Ihre Handy-Nummer. Nee. Ohne 0 und ohne Plus. Ja, aber Handy-Nummer kriegst du nicht. Da kriegst du höchstens Festnetz. Ihre Handy-Nummer. Nee. Also 49. Festnetz kriegst du. 39. Möchtest du das nicht? Ja, Festnetz kriegst du höchstens. Aber eine Handynummer gebe ich dir nicht. Also, Handynummer 4939. Nee, da setzt deine Intelligenz einfach voll aus. Da ist schon mal ein Ende. Da geht's nicht weiter in deinem hier rum. Da ist halt nichts drin außer Kacke. So, was kommt denn jetzt bei Promocode drin? 003, bitte. 004. Hab ich? 3. Ja, nicht ist ja egal. Und jetzt dabei Adresse, was kommt darin? Ihre Straße, bitte. Schreiben Sie Ihre Straße, wo Sie wohnen. Auf den Strichweg, ne? Bei den City schreiben Sie Ihre Stadt. Ich komme aus Popelhausen. Und bei der Select-Country schreiben Sie bitte German nehmen. Kann ich auch ein anderes nehmen? Ich nehme ein anderes, ja. Okay, bei dem Buchstabe okay. EE.
So, dann habe ich jetzt Register gedrückt, ne? Jetzt bin ich da drin in den komischen Pimmelkasten hier, ja. Register in your account, yes. Ja. Nur habe ich so eine hässliche weiße Seite, wo ich mich schon wohl einloggen soll. Was ist denn das für ein Kack? Was schauen Sie jetzt? Na, so eine hässliche weiße Seite, die aussieht wie Scheiße. Möchten Sie das, ja oder nein? Na, los, jetzt mach mal weiter hier. Verplemper doch nicht hier ständig die Zeit mit so einer Rotze. Nun mach mal weiter hier im Programm. Nu, was denn nu? Was soll ich denn da jetzt drin tippen? Hallo? Mädchen? Ja, hallo? Ja, gib mir mal den Suppenkasperl aus dem Hintergrund. Warum hört denn der einfach zu? Okay, ich höre ihn. Also fühlen Sie. Du sollst mir mal den Suppenkasper aus dem Hintergrund geben. Du bist ja sowieso nicht in der Lage, irgendwie ansatzweise Deutsch zu reden. Gib mir mal den komischen Kanacken da aus dem Hintergrund. Hallo, Herr. Jo, und warum hören Sie die ganze Zeit einfach zu, ohne mir das zu sagen? Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet, mir das am Anfang des Gesprächs mitzuteilen, dass da jemand mithört. Weil da bist du schon wohl überfordert. Ich kann verstehen, was Sie als Ziel hatten, und deswegen habe ich mitgehört. Ja, aber da können Sie doch nicht einfach mithören, das ist doch illegal. Es ist illegal. Ja. Wo haben Sie das gehört? Na, ist doch deutsches geltendes Gesetz. Okay, zeigen Sie mir das Gesetz und schicken Sie mir das weiter per E-Mail. Oh Gott, bist du dämlich, ey. Damit ich auch Bescheid weiß, dass ich auch die gehört habe. Ja, ja. Also, ihr müsstet euren Job schon mal halbwegs seriös machen, aber dass das da alles bei euch illegaler, bandenmäßiger Betrug ist, das ist dir schon klar, ne? Woher haben Sie das gehört? Och, naja, das zeigt er mir doch hier mit eurer Intelligenz am Telefon. Ist das auch in der Gesetz, in das deutsche Gesetz, haben Sie das auch dort gelesen? Das ist einfach ein Fakt. Das ist kein Fakt. Natürlich ist das Fakt, dass ihr kriminell seid. Es steht ja auch überall bei Google. Das ist Ihre Meinung. Nee, das ist nicht meine Meinung. Und denken Sie, dass alles, was Sie im Google lesen, ja, ist wahr? Nicht alles, aber ein Teil wird immer davon wahr sein. Und ihr habt eine 1-Sterne-Bewertung, also schlechter geht's ja wohl gar nicht mehr. Woher wissen Sie, dass der Teil, das Sie gelesen haben, ist das Teil, wo es wahr ist? Ja, es ist von Trustpilot. Ja. Kann nicht sein. Doch. Ne? Doch. Okay. Sie lesen es, dass es ein Stern ist. Wie viele Leute haben Sie einen Stern gegeben? Über 7000. Oh, ist schon eine große Zahl, ne? Ja. 7000. 7000 mal einen Stern. Ich glaube, das ist wohl aussagekräftig. Mein E-Mail lautet Alexander. Ja, da fängt er schon an. Da lachst du dich doch kaputt, als ob du Alexander heißt. Das war, du, schicken Sie mir die Fakten. Du kommst irgendwo aus Albanien und willst mir erzählen, du heißt Alexander. Na, ich glaube, bei dir hackt's wohl irgendwie im Hirn. Da muss wohl irgendwo ein Furz quer sitzen in eine Denkmurmel. Wie soll ich dann heißen? Na, definitiv nicht Alexander. Eher wohl was wie Abdullah oder so ein Kram. Oder Mohammed. Aber doch nicht Alexander. Okay, mein Name ist Mohammed. Ist das besser für Sie? Ja, das klingt auf jeden Fall glaubwürdiger als Alexander. Okay, und die Nachname? Okay, Vorname Mohammed. Und der Nachname auch Mohammed, oder? Nö, nimm mal Abdullah oder so. Ist mir ja egal. Abdullah, okay. Mohammed Abdullah. Ja. Mein Name ist Mohammed Abdullah, Herr Scher. Genau, und jetzt ziehst du dir noch ein pinkes Kleid an und machst einen schönen Tanz. Dann machst du wenigstens was Sinnvolles für dein Geld. Jetzt schreiben Sie bitte bei meinem falschen Namen alexander.moritz@eurokapitals.com und schicken Sie mir bitte weiter, wo Sie das gesehen haben, dass wir nur ein Stern-Review haben und die 7000 Leute... Na, gib doch einfach selber bei Google deinen scheißen Namen da von dem Saftladen ein, dann hast du es doch schon. Ich meine, so blöd wirst du wohl nicht sein. Das wirst du wohl schon am Tag öfter mal am Telefon hören. Ich bin ja nicht so schlau wie Ihnen, Herr Scher. Ja, das deswegen merken wir alle. Richtig. Das ist ganz, ganz genau, klar zu erkennen. Was könnten wir machen? Tja, das am besten direkt selbst der Polizei stellen. Das wäre so das Beste, was ihr da machen könnt. Bei der Polizei, also in Deutschland oder? Na ja, klar. Wo ich hier wohne, in Saudi-Arabien. Ja. Na? Das ist ja sowohl als auch strafbar. Okay, haben Sie jetzt kurz Zeit, bei der Polizei zu gehen? Ich bleibe in der Leitung. Mhm. Mach mal, fahr du Ende mal schön weiter eure Leitung. Nein. Ja, mach mal. Das, umso mehr. Wie weit ist der Polizei von Ihnen?
weiß ich nicht, so zu Fuß vielleicht 10 Minuten weg. Ach nee, nicht mal 5. Aber da muss man ja in Deutschland nicht mehr zu Fuß hinlaufen. Ich bleibe in der Leitung, wir können weiter sprechen, bis Sie bei der Polizei gehen. Ja. Okay? Mhm. Super. Sind Sie raus oder sind Sie zu Hause? Ja, das geht dich ja gar nichts an. Sowas erzähle ich einem Betrüger nicht. Ja, aber verschwende ruhig weiter deine Zeit, es bringt eine Menge Klicks. Nee, ich hab genug Zeit. Ich bin doch in Saudi-Arabien, ne? Die Zeit läuft ein bisschen langsamer als in Deutschland. Das merkt man schon. Also eine Stunde hier ist 10 Stunden in Deutschland, also ja. Ich hab genug Zeit. Genau, da merkt man deine Intelligenz. Ja. Sind Sie schon ein guter Rassist, ne, Chef? Und wie viele Leute habt ihr heute schon so verarscht? Ja, auch eine Nazi oder einfach nur generell ein Rassist. Ach, das kannst du dir aussuchen, das ist mir egal, das ist mir gleich. So wie es dir besser passt. Das dreht ihr euch ja sowieso immer alles so hin, wie es euch passt. Ja. Ich nenne mal, dass ihr auch ein Teil von Nazis sind. Vielleicht ihre Großvater. Ja, ist mir egal, wenn du so denkst, dann ist das okay. Aber vielleicht solltet ihr da mal vielleicht nicht die Leute so viel bescheißen, dann würde das gar nicht so auftreten, das Problem, dass die Leute euch alle hassen. Na, wie sie sprechen. Weil du repräsentierst ja dein ganzes Land damit, mit der Scheiße, die du da machst. Wie sie sprechen und wie sie mir die Fragen antworten, wie ihre Meinung über mich ist, dann kommt das genauso an, als sie rassistisch sind. Ja, für mich bist du ein bisschen Kakerlake. Am besten sollte man die Kakerlake auch breit treten. Dann hat die Kakerlake genau das, was er verdient. Das ist Ihre Meinung, was könnten wir machen? Also, Sie haben mir gesagt, dass es 7000 Reviews mit einem Stern sind. Dann können Sie mir zeigen, wo das ist und können Sie gerne auch eine Review mit einem Stern machen. Ja, geh doch auf Trustpilot gucken, dann siehst du doch den Kram selbst. Ich denke mal, das weißt du sowieso. Mensch, ihr wisst doch selber, dass ihr Betrüger seid und dass die Leute da dann natürlich dementsprechend auch die Rezension abgeben. Ist ja wohl ganz klar. Ich hab nicht gesagt, dass wir Betrüger sind. Naja, Sie natürlich. Haben das gesagt. Ja, aber ihr wisst es ja selbst. Das ist Ihre Meinung. Ja, ihr wisst aber selbst, dass ihr Betrüger seid. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Es gibt zwei Unternehmen, okay? Ein Unternehmen hat 5 Sterne und eins hat 1 Stern. Bei den 5 Sternen gibt es 10 Reviews und bei den 1 Sternen gibt es 7000 Reviews. Wer für Sie ist am besten und mehr transparent? Ja, gar keiner von beiden. Die Unternehmen, die 10 Reviews hat und 5 Sterne, oder die 1 Stern hat und 7000? Ja, aber es ist ja nur 1 Stern und alles schlecht. Das sagt ja wohl ganz viel darüber aus. Nein, das kann nicht sein. 1 Stern und alles schlecht gibt es nicht. Außer bei euch, weil ihr absolut illegal arbeitet. Gehen Sie da, wo Sie das gesehen haben, dass es nur 1 Stern gibt. Ja, und wieso rufst du denn mit einer gespusten Rufnummer an? Wieso rufst du denn mit einer gespusten Rufnummer an? Mit was rufe ich denn an? Warum du mit einer gespuften Telefonnummer anrufst? Betrugsnummer, Telefon, was soll das sein? Ja, genau. Das sagst du denn schon richtig, ja. Erklären Sie mir das bitte. Ja, du rufst mit einer gefälschten Rufnummer an. Wie soll ich das verstehen? Ja, du rufst mit einer gefälschten Rufnummer an. Die ist nicht echt, die Rufnummer, mit der du mich anrufst. Und woher wissen Sie das, dass es echt ist? Indem man einfach auf Zurückrufen drückt und dann kommt, die Nummer ist nicht vergeben. Legen Sie auf und rufen Sie mich jetzt an. Dazu brauche ich nicht auflegen. Ich habe mehrere Leitungen, habe ich schon probiert. Geht nicht. Okay, probieren Sie es. Ja, habe ich doch. Sie haben es nicht probiert. Natürlich. Haben Sie nicht? Doch. Nein, haben Sie nicht. Doch, habe ich. Wenn Sie es richtig probieren, dann werden Sie es selbst merken, dass es funktioniert. Genau. Aber falls wir zusammen im Gespräch sind und Sie es probieren, dann natürlich kommt gar nicht dran, weil ich mit Ihnen spreche. Es ist ja absolut aktuell. Ihr ruft aus einem Callcenter an, da dürfte die Leitung nicht überlegt sein, wenn da schon jemand spricht. Ein Callcenter? Was ist ein Callcenter? Ja, das ist Englisch. Ich kann kein Englisch. Genau. Wie sagt man das auf Deutsch? Auf Deutsch sagt man dazu Account Manager. Account Manager. Das ist auch Englisch. Das spricht man aber in Deutsch so aus. Übersetzen Sie mir in Arabisch. Ich kann kein Arabisch. Ja, sagst du mir doch in Arabisch.
Man muss vergessen, dass ich mein Name Mohammed Ahmad ist. Abdullah hast du vergessen. Ja, Sher. Abdullah, ach, meine Güte, ja. Mohammed Abdullah. Ja. Also, Herr Sher, wenn Sie möchten, den Situation... Dein Mikrofon ist aus. Ja, man hört dich nicht mehr. Guten Tag, sind Sie Herr Schimmeldonner, Ludolf? Ja. Hallo, noch gerade ist das Nina am Apparat. Wie geht es Ihnen? Wieso noch einmal? Also, ich rufe Ihnen zurück von Firma Bitcoin Convert, Ludolf, weil Sie haben Ihre Daten bei uns mitgeteilt, wegen Kryptowährungen handeln. Stimmt das? Also, ja, kann sein, ja. Kann sein oder ja, weil Sie sind jetzt online auf unserer Plattform so, deswegen habe ich Ihre Konto bei uns bekommen und ich soll Ihnen helfen, dieses Konto vollständig zu aktivieren. Ja. Das ist der Grund, warum ich bin da. Mhm. So, also wir sind eine regulierte Firma, Herr Schimmeldonner, zuerst, ich werde einige von Ihren Daten überprüfen. Wie alt sind Sie? Alt genug. Okay. Also, Sie sind mehr als 40, oder? Was? Sie sind mehr als 40? Nee. Okay. Sie sind jünger, also. Ja. Okay. Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Also, das ist das erste Mal für Ihnen, ja? Ja. Sehr gut. Und was soll ich ja als Ihren Beruf verifizieren? Was machen Sie beruflich? Ich bin Fischstäbchenformer. Mhm. Okay, na sehr gut. Ich habe hier alles verifiziert, Ludolf. Ah, und Sie kommen aus Deutschland auch, ja? Ja, glaub schon. Genau. Genau. Und Sie werden das Konto allein benutzen. Ich denke, es ist so. Nee, ich wollte das teilen. Mit wem? Mal gucken, wenn einer Lust hat, mitmachen. Ludolf, also ich soll hier Ihre Daten überprüfen. So, ist das Geheimnis oder ich verstehe Ihnen nicht. Was denn? Also mit wem wollen Sie das zu mitteilen? Also ich soll hier das verifizieren. Ja. Also es ist nicht meine Entscheidung oder meine Schuld. Ich muss ja alles einfüllen dort in Ihrem Portfolio. Mhm. Dann füllen Sie das mal ein. Aber Sie sagen mir nichts. Nicht? Was soll ich denn sagen? Sie haben Ihre Alter an mir nicht gesagt. Na, über 18. Okay. Über 18. Ich habe es ja verifiziert. Und mit wem werden Sie das Konto mitteilen? Na, das weiß ich noch nicht. Aha, aber es wird ein gemeinsames Konto sein, ja? Ja, bestimmt. Okay. So, Sie sind informiert über die Mindestinvestition. Sie wissen, es ist 250 Euro, ja? Jetzt schon, ja. Mhm. So, als Ihr Konto wird vollständig aktiviert, Ludolf, Sie bekommen zwei Services von meiner Firma. Erstes ist Ihre automatisierte Software. Das ist künstliche Intelligenz. Es ist vollständig automatisch. Und die Software generiert hochwertige Handelssignale basierend auf codierten Algorithmen und führt diese in Echtzeit am Markt aus. Das ist sehr bequem und flexibel zu verwenden. Sie werden nur das am Ende des Tages, Sie werden nur das öffnen und Ihre Ergebnisse überprüfen. Das ist alles, was Sie machen von Ihrer Seite, okay? So, weil alles ist vollständig automatisch, wie ich habe das schon gesagt. Aber Ludolf, natürlich, Sie werden damit nicht Tausenden oder Millionen verdienen, immer ein paar Tagen. Sie verstehen das, ja? So, wenn Sie nach einem Einkommen, nach einem stabiles Einkommen suchen, dann natürlich, Sie werden das machen ohne Probleme, aber nicht Tausenden, immer ein paar Tagen. So, aber als Sie sind Anfänger, Sie haben gar keine Erfahrung in diesem Bereich, Sie werden von uns Support von unserer Finanzabteilung auch bekommen. Das ist extra Service von uns. Beide Services sind total kostenlos und Sie bezahlen gar nicht dafür, okay? So, diese Person wird Ihnen alles anschauen, alles erklären, wie das System funktioniert, um alles zu lernen, wie das System funktioniert bei uns, okay? So, das funktioniert wie so, Ludolf. Natürlich, Sie werden alles von Ihrer Seite bestätigen und verifizieren, weil ohne Ihre Bestätigung wir können nichts machen und nicht Ihnen helfen, ich meine. So, das funktioniert wie so. Haben Sie etwas Fragen?
Nee, das haben Sie gut bis jetzt vorgelesen. Was habe ich gemacht? Sie haben das gut vorgelesen. Aha. Okay, also, Ludolf, haben Sie Interesse oder nee? Ja, natürlich. Sehr gut. So, Sie wollen ein Konto bei uns öffnen, ja? Ja. Okay, dann für dieses Kontoaktivation, wir haben Partnerschaften in diesem Moment nur mit Visa und Mastercard. Welche Karte wollen Sie dafür zu benutzen? Was ist das? Welche Karte wollen Sie dafür zu benutzen? Was denn für eine Karte? Eine Kredit- oder eine Debitkarte für dieses Kontoaktivation und für dieses natürlich Transaktion. Sie müssen eine Visa oder Mastercard benutzen. So, ich habe gefragt Ihnen, welche Karte wollen Sie dafür zu benutzen? Ach so, ja, da würde ich meine Sammelkarten nehmen. Also Sie haben gar keine Karte? Doch, Sammelkarten. Sammelkarte? Ja. Ist das eine Visa oder Mastercard? Ja. Ich entschuldige Ihnen. Ich habe das nicht verstanden. Ist es eine Visa oder Mastercard? Ich soll Ihnen einen richtigen Anbieter Ihnen senden, so. Ja, das ist richtig. Was ist richtig, Ludolf? Ja, das, was Sie gesagt haben. Ein Moment bitte, Ludolf. Nun ist wieder der Moment, wo sie hoffnungslos überlastet ist. Rudolf, wie geht es Ihnen? Das ist doch mein Vorname. Ah, okay, Herr Schmeidler? Ja. Okay. So, es ist Christine Reiter, ich rufe Sie vom Bitcoin Convert. Sie haben mit Ihrer Kontomanagerin, mit Nina Hausmann, gesprochen, ja? Das weiß ich nicht, da war vorhin eine unfreundliche Tante dran. Sie wissen es nicht, es war circa 10 Minuten hervor. Ja, die war unfreundlich. Bitte? Ich sage, die war unfreundlich. Sie war unfreundlich. Ich entschuldige mich da. Okay. So, dann, ich kann Ihnen helfen, ja, mit Kontoaktivation. Okay. Okay, gar kein Problem. Okay. Herr Schimmeldonner, ich muss einige Informationen über Sie überprüfen, weil wir sind ein Unternehmen reguliert über die Europäische Union, ja? Ja. Okay, kommen Sie aus Deutschland? Nein. Nein, Sie kommen nicht. Aha, sind Sie Bürger von Deutschland? Ja. Okay, sehr schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29. Okay. Kann ich... 29, ja? Okay. Ja. Kann ich Ihr Geburtsdatum wissen? Warum? Warum? Ja. Okay. Ich brauche diese Information, Herr. So, ich kann diese Konto vollständig aktivieren für Sie. Ist ein Geheimnis? Das ist ein Geburtsdatum? Geheimnis, ja. Okay, dann können Sie mir sagen. Was denn? Die Geburtsdatum. Sie sind 29, ja? Ja. Okay, was ist Ihr Geburtsdatum? Warum denken Sie so viel über ein Datum, die Sie geboren sind? Ja, man sagt ja nicht so, man soll ja nicht so viel am Telefon sagen. Ah, es können Sie nicht am Telefon sagen. Okay, es ist ein großes Geheimnis dann. Okay, kein Problem. Und bei unserem Unternehmen, Sie suchen nach einem Nebeneinkommen oder nach einem Haupteinkommen? Ein Zwischeneinkommen. Zwischeneinkommen, ja? Ja. Okay, und was machen Sie daneben? Daneben mache ich manchmal was mit Schlüpfer. Schlüpfer? Ja. Sie sind ein Schlüpfer? Nee, ich verkaufe Schlüpfer. Ah, Sie verkaufen Schlüpfer. Ah, okay. So, Sie sind keine, ja? Was? So, Sie haben mir gesagt, dass Sie arbeiten als Schlüpfer. So, Sie sind kein Schlüpfer, ja? So, nein, ich verkaufe Schlüpfer. Ich arbeite nicht als Schlüpfer. Sie arbeiten nicht als Schlüpfer. Okay, kein Problem. Okay.
Okay, so nach dem Kontoaktivation, Sie bekommen auch einen Finanzplan von uns. Deshalb stelle ich diese Frage, was ist Ihr monatliches Einkommen? Was ich im Monat verdiene? Ja. Ja, zwischen ungefähr 1.800 und 4.000 Euro. Zwischen 1.800 und 4.000 Euro, ja? Sie haben ein Business, so es ja, geht um diese... Ja, ich verkaufe Schlüpfer, ja. Okay. So, Herr Ludolf, okay. Sie sind Bürger, ja, von Deutschland, bin ich korrekt? Ja. Okay. Sie suchen nach ein Nebeneinkommen und, okay, kein Problem. Sie werden die einzige Benutzer sein für diese Konto? Meistens. Meistens, also für jetzt? Ja. Sie würden einzige Benutzer sein. Okay, für die Kontoaktivation machen alle unsere Kunden ein Deposit für 250 Euro. Welche Karte möchten Sie benutzen für diese Transaktion? Die Hagebaumarkt-Clubkarte. Hagebaumarkt-Clubkarte? Ja. Okay, ich kann das mit meinem Manager, also er möchte Hagebaupflichtkarte benutzen, kann er? Ja. Okay, was ist die Kartennummer? Von der Hagebaumarkt-Clubkarte? Ja. Die Nummer da drauf. Bitte? Da brauchen Sie eine Nummer von. Ja. Warten Sie, da muss ich die holen. Hallo? Ja. Ja, soll ich die holen? Ja, natürlich. Ja, dann hole ich die, Moment. Da hat's geklatscht im Hintergrund. Bitte? Im Hintergrund hat es geklatscht. Geklatscht, okay. So, Sie sehen keine Kartennummer? Nee, ich suche noch. Ich muss ja erstmal zur Karte gehen. Okay, ich warte für Sie. So, da steht hier KN für Kartennummer, ja? Ja, Kartennummer. Es ist eine 16 digitale Nummer. Nee, da steht 484848. 484848. Ja. Es ist alles, ja? Ja. Okay. Das ist die Kartennummer von der Hagebaumarkt-Clubkarte. Hagebaumarkt-Clubkarte. Ja. Okay, ich habe es nicht Hagebau, Klubt. Was kommt nachher? Hagebau, Klubt? Na, eine Hagebau-Clubkarte. Hagebaumarkt. Die habe ich an der Kasse bekommen. Für gute Führung im Laden. Okay, haben Sie eine Wasserkarte oder eine Visa? Eine was für eine Karte? Mastercard, also Hagebau-Clubkarte wird nicht akzeptiert bei unserem Unternehmen. Warum nicht? Warum nicht? Oh, ich weiß es nicht. Okay. Weil beim Vom nächsten Jahr beginnen wir diese Hagebau-Clubkarten akzeptieren. So, Sie können es im 2023. versuchen, vielleicht. Okay. Okay. So, Sie haben keine Mastercard oder Visa, ja? Was ist das? Was ist das? Eine Kreditkarte. So. Eine normale Kreditkarte. Gibt es denn auch eine unnormale Kreditkarte? Ja. Was wäre das? Hallo, guten Tag, ja, Voldemort? Hm. Mein Name ist Ingrid Huber und ich melde mich von Bitcoin. Alles, ich kann schon gesehen, ich habe eine Anmeldung hier bei uns gemacht und ich möchte erzählen Sie ein paar Sachen über uns, was machen Sie, was arbeiten Sie und natürlich mein Großvater Zero. Haben Sie nur kurze Zeit? Okay, so, wir sind ein Finanzunternehmen, wir arbeiten mit diesen Kryptos als Bitcoin, als Forex und so weiter. Und hier, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können selbst handeln und Sie können zusammenarbeiten mit einem Broker. Dieser Broker ist kostenloser. Sie sollen nicht für diese Broker bezahlen. Ja, diese kommen von uns. Und wir schlagen
mit diesen Kunden, das haben nicht genug Erfahrung, zusammenarbeiten. Was ist wichtig für Sie zu wissen, ist, dass Minimum, das Sie von der Starte zahlen können, beträgt 250 Euro. Aber natürlich, ja, mehr Sie bezahlen, desto mehr bekommen Sie. Und jetzt meine Frage für Sie ist, haben Sie Interesse? Wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Was ist denn ein Broker? Ja, Sie können mit diesem Broker zusammenarbeiten. Dieser Broker wird immer für Sie reibbar sein und immer für Sie diese Positionen offen und schließen. Also zum Beispiel, wenn Sie haben nicht genug Zeit, dieser Broker wird immer für Sie Zeit haben, ja? Und das ist kostenloser. Alles, Sie haben schon gesagt. Habt ihr auch einen kostenpflichtigen Broker? Mhm. Okay. Ja, Sie können, testen Sie uns, Sie können probieren mit dieser kleine Preis, ja. Was? Und dann, ich habe das akustisch nicht verstanden. Okay, das Minimum, das wir von den Start bezahlen können, beträgt 250 Euro, ja? Das so, ist Sie können teuer. Anfangen mit diesem kleinen Preis. Kleine Preis? Und ja, das ist nicht zu viel, ich glaube. Aha. Okay. Ja, und auch, Sie haben Möglichkeit, wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie nicht zufrieden. Ja. Was passiert? Was? Was? Okay, ja. Was denn? Nein, alles klar. Okay. So, haben Sie mir verstanden? Wollen Sie Ihren Handelskonto aktivieren? Ja, wie macht man das? Okay, so. Benutzen Sie Kreditkarte oder haben Sie normalerweise Girokonto in der Bank? Wozu brauche ich das? Bitte? Wozu brauche ich das? Für Aktivation, für Ihr Handelskonto zu aktivieren. Aha, und dann? Ja, und dann? Sie sollen meine Schritte zufolgen und meiner Bart ist dieser Prozess bis in den Handelskonto zu aktivieren sind und dann Sie bekommen einen Anruf noch einmal von Ihrem personalischen Broker. Warum heißt denn das Broker? Account-Manager. Das ist egal, ja. Ist es das Gleiche? Ja. Okay. Ja. Und was muss ich dann machen? Okay, so, haben Sie Computer oder Rechner dabei? Wie meinen Sie das? Ich verstehe das mit dabei nicht. Haben Sie Computer oder Rechner dabei? Entschuldigung, haben Sie Handy oder Rechner dabei? Wie meinen Sie das mit dem Rechner dabei? Der ist doch ein bisschen schwer, okay, um den dabei super zu haben. Okay, und sagen Sie, haben Sie Kreditcard und Master Visa oder Girokonto in der Bank? Ja. Alles? Ja. Sie haben Mastercard? Hab oder? Was Sie haben? Ja, habe ich. Okay, super. Jetzt, ich buchstabiere für Sie. Okay? Was denn? Öffnen Sie Google und schreiben Sie... Okay. Haben Sie geöffnet? Jetzt? Google? Warum Sie Google? Google? Ja, okay, super. Und jetzt? Schreiben Sie, ich buchstabiere, M mit Mathe, dann kommt zweimal O. Haben Sie geschrieben? Was denn? Okay, dann kommt N mit Nordpol, dann kommt P mit Beta. Haben Sie beim Dische alles geschrieben, oder? Wie bitte? Okay, dann kommt ich habe gesagt P mit Beta, ja? Dann A mit Anton. Und N. moonpie.com und suche vor dieser Seite. Okay, können Sie mir sagen, was sehen Sie jetzt? Haben Sie die Seite gefunden? Wie meinen Sie das? Bitte? Was denn? Was sehen Sie jetzt?
was ich sehe. Noch einmal, Entschuldigung, können Sie wiederholen? Was ich sehe. Ja, Sie sollen diese Seite suchen, aber ich weiß nicht, dass ich habe ihn gefunden schon. Aha, was mache ich damit? Okay, sehen Sie ein violett Seite? Was? Okay, bis welche Schriften haben Sie geschrieben? Oder wollen Sie einen Link zu schicken per E-Mail? Dieser Link? Warum? Okay, Sie sollen ein haben Sie alle diese mumpe.com geschrieben? Mm-mm. Was macht man da? Okay, sehen Sie es Krypto kaufen und zu kaufen, sehen Sie eine violette Knopf bei Krypto? Oder? Wozu brauche ich das? Okay, so. Das ist unsere Wechselstunde, ja? Und da nutzen wir Ihren Handelskonto zu aktivieren. Ist das Ihre Seite? Bitte? Seite, ist das Sie, Ihre? Wollen Sie Ihren Handelskonto zu aktivieren? Meinen Sie was? Handelskonto. Und dann? Und mehr Geld zu gewinnen, natürlich. Ich mag gewinnen. Okay, haben Sie diese Seite gefunden? Haben Sie alles geschrieben? Gemacht, ich nicht habe das. Okay, bis. Welche Schrift haben Sie geschrieben? Ich glaube, das war die Schriftart Arial. Ja. Okay. Okay, wollen Sie die Link auf die Seite per Mail zu schicken? Ich glaube, das ist besser für... Warum? Und leicht. Das ist besser für und leichter, diese Link zu finden. Okay. So, nee, muss das entdecken. Wie bitte? Wollen Sie diese Link per E-Mail zu schicken? Das tun Sie gerne können. Warte, können wir mal kurz? Ja. Okay, benutzen Sie diese E-Mail karmut.schimmel.doena.netgmx.de. Ja. Benutzen Sie es? Okay, super. Schlüpfer. Sie können Ihren E-Mail öffnen jetzt und da ist es dieser richtige Link, da Sie sollen finden. Ich gucken gehe. Habe Sie Ihren E-Mail geöffnet? Hm? Okay, super. Sie sollen ein E-Mail von Teresa Ehrenbau bekommen. Warum? Das ist der richtige Link da. Okay. Haben Sie den auch ordentlich desinfiziert? Noch einmal, was ich habe gefragt, Sie stecken sehr Ruhe, ich habe nicht gut gehört, Entschuldigung. Sie gemacht haben das Tun desinfiziert? Noch einmal, Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Desinfiziert, Sie haben das getun macht? Getun macht? Ja. Okay, keine Sorgen, Sie sollen nur meine Schriften zufolgen, ja? Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse jetzt. Welche? Okay, haben Sie eine E-Mail bekommen? Ja. Von wem? Aldi.
Bitte? Aldi. Die andere? Sparkasse. Andere? Dann ist da noch eine... Sabrina. Ich habe seine E-Mail von Teresa gefunden. Von Teresa? Ja. Nee. Die E-Mail ist schon geschickt. Ja, okay. Können Sie diese E-Mail so öffnen? Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Können Sie ein Plattform unterladen? Schlüpfer. So, Sie können den Prozess sehr langsam wieder fortfahren. Wie bitte? Okay, können Sie ein Programm unterladen? Ich buchstabiere noch einmal quasi. Wenn Sie gerne buchstabieren, dann dürfen Sie das gerne tun. Ja, öffnen Sie jetzt Play Store. Haben Sie Android, oder? Wie bitte? Was haben Sie? Haben Sie Computer oder Rechner dabei? Wie meinen Sie das mit dabei? Fasig. Wie bitte? Fasig. Ich verstehe dieses Wort nicht. Besitzen Sie einen Computer? Ja. Okay, und anmachen Sie. Schlüpfer. Okay. Ist an. Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Tag. Hier ist Hendrik Schmidt im Apparat. Ich spreche mit Ludolf Voldemort. Ja. Super. Schön zu erreichen, mein Herr. Sie waren einmal verbunden mit meinen Kollegen. Aha. Und jetzt? Aber jetzt wollen wir es üben. Ich übernehme Sie und wir werden einmal vorsetzen und weiterzumachen, okay? Warum? Ich höre Sie sehr leise. Können Sie ein bisschen wieder ein bisschen lauter sprechen? Warum? Hören Sie mich, hallo? 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 Hören Sie mich? Ja. Wie ist Ihr Name, mein Herr? Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie denn? Voldemort. Sie sind der Ludolf Voldemort? Ja. Sicher? Ja. Okay. Wieso? Kein Moment, warten Sie kurz, bleiben Sie dran. Natürlich. Kennen Sie mich noch oder haben Sie mich vergessen? Wie bitte? Kennen Sie mich noch oder haben Sie mich vergessen? Woher kennen wir uns? Ungefähr, gestern. Wir haben doch zusammen gesprochen, gestern. Das war gestern oder übermorgen. Gestern oder übermorgen? Das ist doch der Lili Lips, oder nicht? Nee. Doch. Nee. Doch, doch. Wir haben gestern gesprochen zusammen. Wer ist das? Sie sind ja Lili Lips. So waren... Wie heißen Sie so? Jetzt heißen Sie... Nee. Sie sind nicht der Voldemort. Sie sind nicht der Ludolf. Das weiß ich 100%. Voldemort. Okay. Haben Sie dabei einen Computer oder ein Handy? Ja. Was haben Sie dabei? Wie meinen Sie das mit dabei? Ein Computer ist doch... Bitte sprechen Sie ein bisschen lauter, ich höre Sie ganz leise. Ein bisschen lauter sprechen, wie ein Mann. Ein Computer ist doch zum Dabeihaben ganz genau. Zu schwer. Warum? Was ist schwer denn dabei? Ja, wenn man den dabei haben muss. Oder ein Handy oder Smartphone. Schaffen Sie mal auf dem Google zu gehen? Ja. Okay, gehen Sie auf dem Google? Ja. Und denn? Ich werde einmal mit Sie ehrlich sein, ja? Ich frage Sie eine Frage. Also wollen Sie mit uns handeln oder wollen Sie uns einmal verarschen? Wie meinen Sie das?
Ganz normale Frage. Wollen Sie mit uns handeln oder wollen Sie uns verarschen? Na, aber Sie rufen doch mich an. Ja, wir rufen Sie an, damit wir Ihnen jetzt erklären, wie das alles funktioniert. Sie haben sich übrigens selber registriert. Keiner hat Sie gezwungen, dass Sie das machen. Möchten Sie mich verarschen? Wie bitte? Möchten Sie mich verarschen? Ich möchte Sie nicht verarschen. Sie haben sich bei uns selber registriert. Okay. Ja. Oder haben Sie das vergessen? Nein. Okay. Okay, wie sollen wir das weitermachen? Sagen Sie mir, erklären Sie mir. Wie sollen wir das weitermachen? Was meinen Sie denn mit der Frage explizit? Hören Sie mich. Bitte reden Sie ein bisschen lauter. Sie sprechen wie eine Frau. Sie sind doch ein Mann. Warum sind Sie so unverschämt? Ja, weil Sie sprechen ja wie ein Schwuli. Ein bisschen lauter. Sie sind doch ein Mann. Sie sind ja ein Mann. So werde ich ein bisschen nervös. Sprechen Sie ein bisschen wie ein Mann. Sind Sie immer so gemein? Ein bisschen lauter, gerade eben und lauter sprechen wie ein Mann. Sind Sie immer so gemein zu Ihren Kunden? Ja, ich bin immer, genau. Okay. Ich bin immer leider so.